Vampire wahrscheinlich. Und damit hallo und herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge Gwent Anfänger. Heute mal mit dem Nilfgaardischen Deck in Aktion. Ich habe ein bisschen schon gespielt, sagen wir mal. Ich brauche natürlich ein bisschen Ressourcen haben, dass wir hier das Deck zusammenstellen konnten. Und unsere Starthand ist unfassbar gut. Das Erste, das Wichtigste, das habe ich ja gesagt, diese Magier-Mäulchen-Mörder gestern, die müssen immer im Deck drin sein. Das heißt, die beiden Karten legen wir definitiv ab. Okay. Ansonsten ist die Hand eigentlich relativ nett. Andere Karten, die man noch ablegen sollte für die erste Runde, sind so Karten wie Experimentelles Antidot, weil der Gegner hat in der ersten Runde keine Karte auf dem Friedhof, was relativ doof ist, aber gut, können wir jetzt nicht machen. Und der Gegner beginnt mit einem Flatterer. Diesen Flatterer werden wir blockieren. Weil diese Flatterer machen sehr viele Punkte. Das ist das Schöne an Nilfgaard, wir können die Karten zwar nicht wegräumen, wie bei Skelliger, haben jetzt vier Schaden, wo wir irgendwas sagen, bam, Flatterer tot, aber wir können ihn blockieren. Und wenn man diese Karte blockiert, hat sie keinen Effekt mehr. Das ist genauso eine andere Form von Kontrolle, wie halt einfach Schaden machen, nur die Karten bleiben noch auf dem Feld. Okay. Wenn wir gegen Vampire spielen, was will die Spionage geben? Katakan wäre eine ganz nette Karte, oder? Ja, das ist nämlich das Ding, ich kann jetzt die Folter einer Magierin nehmen. Kann dem Katakan einmal Spionage geben. Ja, und das ist jetzt quasi eine illoyale Karte. Und diese Karte wurde sich mit Terra Nova jetzt quasi gespeichert. Das heißt, wenn wir Terra Nova ausspielen, kriegen wir den als Auswahloption, weil es ist eine Karte, die hat im Spiel Spionage von uns bekommen. Was ziemlich gut ist. Ich merke nur gerade, wir haben in der ersten Runde nicht sehr viele Möglichkeiten, Assimilieren auszulösen. Aber das ist auch nicht schlimm. Fuchs ist eine ziemlich nette Karte. Drei Punkte, hat Gedeihen. Das heißt, die wird sich die ganze Zeit verbessern. Solange wir die noch mit dem Fierce klauen können, klauen wir uns die mit dem Fierce. Warum nicht? Ist aber auch gar nicht so schlimm. Also Assimilieren werden wir in der nächsten Runde oder in den späteren Runden noch auslösen. Wir werden die Runde wahrscheinlich noch einen Fäulemacher benutzen. Dann haben wir noch eine Karte weniger am Deck drin. Werden wahrscheinlich ein bisschen besser ziehen. Wir können auch unsere Zunge des toten Mannes benutzen, können Karten quasi aus unserem Deck rausverbannen. Ich denke mal, es wären Bronzekarten, aber davon haben wir auch nicht mehr allzu viele. Okay. Unser Gegner spielt mit Hingabe, was ziemlich interessant ist. Ich werde dem Unsichtbaren auch nochmal Spionage geben, weil der wäre wahrscheinlich eine bessere Option, wenn wir uns den klauen wollen. Wir spielen leider mit einer neutralen Karte. Das heißt, wir haben keine Hingabe. Aber der Unsichtbare setzt halt immer Blutung. Ne? Und sich die Karte mit Terra Nova zu klauen, ist auch ziemlich gut, möchte ich fast sagen. Detlaff. Ne, man merkt das schon. Also unsere ersten Gegner, gegen die wir immer gespielt haben, die hatten halt nur so ganz poplige Decks. Mittlerweile sind die Gegner deutlich stärker geworden, haben auch schon ein paar legendäre Karten. Er hat sogar mehr legendäre Karten als wir. Aber wir werden trotzdem weiterspielen. Weil man kann in dem Deck, man kann in dem Spiel wirklich eine Menge ausgleichen, wenn man weiß, wie man es macht. Da braucht man nicht immer die allerbesten Karten. Gut, für Neuensteiger ist jetzt wahrscheinlich ein etwas doofer Tipp, weil die lernen erstmal, wie das Ganze läuft. Aber ja. Wenn ihr mit den Decks vernünftig umgeht, dann kommt er auch relativ weit. Ansonsten, ja, wie gesagt, könnt immer über die Karten hovern, könnt gucken, was die so machen. Habe ich jetzt für den Anfang nicht gemacht. Wir könnten, glaube ich, noch Probleme mit Karten wie Orianna kriegen, falls unser Gegner die bereits hat. Okay, wir verlieren tatsächlich nochmal zwei Punkte, weil die Blutung tickt nochmal. Das heißt, wir können jetzt nicht passen. Unser Gegner hat einen Verbindungsabbruch. Ich hoffe, der hat jetzt nicht aufgegeben. Weil er denkt, scheiße, unser Gegner hat noch einen Punkt mehr. Aber wir wissen ja, diese Punkte würden wir ja noch verlieren. Ich hatte tatsächlich in der Zeit, wo ich ein bisschen hochgespielt habe, schon zwei Leute, die haben geragequittet. Ist, ja. Kann passieren. Und ich glaube, hier ist es genau wieder der Fall. Schade. Weil das sind eigentlich so Matches, die kann ich nicht richtig zeigen. Ich werde es trotzdem drin lassen in dem Video, einfach weil ich am Anfang schon so ein bisschen erklärt habe.
Und nicht, dass ich das jetzt noch irgendwie ein zweites Mal sage oder es vergesse. Ja. Weiß nicht, warum unser Gegner gepasst hat, weil vielleicht dachte er, die Blutung tickt nicht mehr, aber die Blutung hätte noch getickt. Weiß auch nicht mal, ob er der 4 gemacht hat, aber ja. Die Blutung hätte noch getickt, wir hätten noch eine Karte ausspielen müssen. Wir hätten nicht passen können, weil dann wären wir nur auf 21 Punkte gekommen. Das heißt, wir hätten noch Zunge des toten Mannes loswerden müssen. Ist aber auch egal. Wir machen weiter mit der nächsten Runde. Wie gesagt, das jetzt mal für Vorführzwecke. Hey, nördliche Königreich. Ich weiß übrigens nicht, ob der Gegner gerade abgebrochen hat, weil wir hatten Verbindungsabbruch. Kann auch sein, dass wir da Serverprobleme beherrschen oder so. Gut. Gleiches Spiel, gleiche Regeln. Wir fangen nicht an. Wir haben schon Seraph Aux auf der Hand. Die werden wir definitiv behalten. Wir haben ein bisschen mehr Karten, die assimilieren, auslösen. Allerdings würde ich wahrscheinlich für den Anfang Diplomatie ablegen. Auf jeden Fall den Magier Meuchelmörder ablegen. Und wir haben wieder ein Spears. Hey, es ist ja fast wie alles eben nur, dass wir jetzt gegen eine andere Fraktion spielen. Und ja. Nördliche Königreiche, übrigens Fun Fact, nördliche Königreiche haben meistens Probleme, wenn es darum geht, gegen Nilfgaard zu spielen. Weil die nördlichen Königreiche hassen Kontrolldecks. Und wir, mit Nilfgaard können wir ganz gut Kontrolle ausüben. Also wir hätten jetzt die Möglichkeit, viel Schaden mit Seraph zu machen. Wir können mit Aux blockieren, wir können mit dem Panzerreiter blockieren. Und die nördlichen Königreiche haben ganz gerne Karten, die, wenn sie auf dem Feld liegen, immer einen Effekt haben. Die können wir aber aufhalten. Zum Beispiel sowas wie die Arethusa-Magierin. Die sollte man relativ lange aufhalten, also relativ früh aufhalten. Die Karten haben Geduld. Geduld heißt quasi, wenn sie ihren Befehl nicht einsetzen, verbessert sich ihr Befehl. Aber nur solange die den nicht benutzt haben. Ne? Das heißt quasi, wenn man die länger auf dem Feld lässt und nicht wegnimmt, machen die am Ende relativ böse Punkte. Und das wollen wir verhindern. Das wollen wir nicht haben. Deshalb nehmen wir die jetzt mal mit Seraph weg. Er hat eine weitere. Aber wir können die blockieren. Das heißt, die hat jetzt auch keinen Effekt mehr. Das ist, was die nördlichen Königreiche an Nilfgaard zu hassen. Benart Student, der ist genau dasselbe, der macht nur Schaden. Aber natürlich, den wollen wir auch blockieren. Das ist der Grund, warum jeder Nilfgaard hasst. Du kannst deine Decks nicht richtig vernünftig spielen. Aber wenn jeder seine Decks so vernünftig spielen würde, dass man die gegnerischen Decks nicht angreifen könnte, also quasi wenn du alles ungehindert machen kannst, dann wäre die Meta wahrscheinlich ganz anders. Okay. Haben wir noch eine Möglichkeit, den zu blockieren? Nein. Das heißt, der wird sich jetzt langsam immer und immer wieder Punkte aufbauen. Den können wir auch nicht verhindern. Das heißt, wir müssen den Gegner mit den Punkten jetzt davonziehen und wir spielen den Fäulemacher. Wie gesagt, wir legen mit dem Fäulemacher immer diese Magier-Meuchelmörder nach oben. Dadurch kommen sie automatisch aus dem Deck raus und wir kriegen extrem viele Punkte und verlieren eine Karte in dem Deck. Das ist ziemlich gut. Bis jetzt ist noch nichts wirklich gekommen, wo ich sage, okay, das möchte ich jetzt irgendwie haben. Dem gebe ich Spionage-Effekt. Ah, Letizia. Auch eine problematische Karte, aber an die kommen wir jetzt alle nicht ran. So, nehmen noch eine Zunge. Wie gesagt, können wir uns auswählen. Okay, wir können entweder sagen, wir verbannen eine Goldkarte oder wir verbannen eine Bronzekarte. Und ich würde wahrscheinlich ganz gerne eine Bronzekarte verbannen. Experimentelles ist ziemlich gut gegen die Nördlichen, wenn sie Geduld spielen, weil dann kannst du die Geduldskarten später noch klauen. Was wir verbannen, ist definitiv ein Emissär. Und ich würde tatsächlich sogar noch... Blockierer würde ich auch eher haben. Das heißt, wir verbannen nochmal eine kaiserliche Diplomatie. Jetzt machen wir halt 8 Punkte. Die beiden Karten werden wir aber nicht ziehen. Das heißt, wir haben 2 sehr schlechte Bronzekarten aus dem Deck losgeworden, kriegen 8 Punkte. Das ist ziemlich gut für uns. Wir können natürlich den guten Absolventen. Okay, er spielt schon mit dem Magier. Die kann er benutzen. Mit denen macht er halt. Also, die Absolventen ist eine sehr interessante Karte. Die funktionieren halt mit dem Benart und mit der Arethusa. Der Absolvent macht genauso viel Schaden, wie der höchste Geduldeffekt von Benart Studenten ist im Nahkampf oder im Fernkampf. Verbessert er diese Karte genauso gut, wie die höchste Geduld Arethusa Studentin war. Ich lasse den Effekt mal hier. Könnt ihr euch ein bisschen durchlesen. Das ist quasi so ein Magier-Deck, was versucht, so ein bisschen beide zu spielen. Und hier kann ich nichts wirklich klauen. Das heißt, ich passe jetzt einfach mal. Ich möchte nicht, dass er seine Geduld da so unendlich hochtrimmt.
Ben ist es aber auch nicht schlimm, weil, wie gesagt, den einen Ben Art, den können wir ihm aus dem Friedhof mopsen. Das heißt, wenn er jetzt seine Letizia aktiviert und er dann irgendwie 7 Schaden macht, können wir uns die Karte noch aus seinem Friedhof klauen, weil Geduld bleibt erhalten. Das ist ziemlich gut. Er darf den nur nicht benutzen. Jetzt hat Letizia überhaupt keinen Effekt. Das ist nicht gut, aber egal. Der Grund, warum ich gepasst habe, unser Gegner hat jetzt quasi automatisch eine Karte weniger. Das heißt also, wir können... Wir hätten eine Karte mehr. Wenn er jetzt passen würde oder so, wir hätten eine Karte mehr. Was ziemlich gut für uns. Wir kriegen noch einen weiteren Keulemacher. Wir kriegen Terranova. Ich denke, eine Informantin kann ich ablegen. Wir haben die Lydia. Das ist eine ziemlich gute Karte für uns. Ein Zwirs kann sich immer was ganz Nettes klauen. Von daher, ich glaube, die Hand lassen wir so. Wenn unser Gegner jetzt passt, klauen wir ihm seinen Magier aus dem Friedhof. Wenn er seinen Magier aus dem Friedhof wiederbelebt, kann er das nur mit einer Goldkarte machen. Genau, mit Shani. Und wir können uns einfach Shani mit Spionage holen. Das heißt, wir geben jetzt einfach Shani Spionage. Und jetzt können wir mit Terranova Shani erschaffen. Und können uns damit... Mit Shani kann den Menschen aus dem Friedhof wieder rausholen. Ne? Das ist ganz gut mit diesen Ben-Art-Studenten oder Arethusa-Studenten. Ich habe ja gesagt, der Geduldseffekt bleibt quasi erhalten. Das heißt, der macht jetzt schon 5 Schaden, wenn er auslösen würde. Was relativ nervig für uns ist. Aber auch wir können uns sowas wie einen Panzerreiter holen. Oder wir können uns eine folternde Magierin mit Assimilieren nochmal wiederbeleben. Das ist ein ziemlich gutes Ziel mit Terranova. Hätten wir irgendwas, was 4 Schaden macht, um die wegzuhauen? Wir persönlich nicht. Wir könnten uns mit Lydia eine Karte aus der gegnerischen Fraktion erschaffen und hoffen, dass wir irgendwas kriegen, was 4 oder 5 Schaden macht als Sonderkarte. Hat auch noch ein Zelt gehört. Okay. Er hat relativ ordentliche Karten. Ich bin tatsächlich am überlegen, ob ich meine Anführerfähigkeit jetzt schon einsetze, weil wenn er wirklich einen 2-0 versuchen will, also jetzt die ganze Zeit durchspielt, könnte es problematisch werden und wir könnten jetzt echt eine gute Karte kriegen. Von daher setze ich meine Anführerfähigkeit ein. Okay, wir sehen, wir kriegen nichts wirklich Tolles. Wir sehen aber noch, was er auf der Hand hat. Ich könnte aber sagen, wir klauen uns jetzt den Istrit. Und wir erschaffen eine Bronze-Sonderkarte der gegnerischen Fraktion. Das heißt, Lydia muss in den Nahkampf, weil auf die Karte habe ich abgezielt. Siedendes Öl, die macht nämlich 5 Schaden. Und ich würde fast sagen, wir nehmen mal den... Ist eigentlich egal, was wir wegnehmen, weil beide Karten sind saugefährlich. Aber wir nehmen mal den Arschstudenten weg. Okay. Istrit benutzen wir noch. Experimentelles brauchen wir nicht mehr. Istrit, bei denen kann er jetzt einfach kaputt duellieren. Selkirk kann nämlich duellieren. Duellieren heißt, die Karte greift eine von unseren Einheiten an. Unsere Einheit schlägt zurück. Und es geht so lange, bis eine tot ist. Ne? Also hier, er macht 5 Schaden, unsere Einheit ist kaputt. Hätte er jetzt zum Beispiel auf die 6 angegriffen, hätte die mit einem Punkt überlebt und wir hätten mit einem Schaden zurück. Und unser Gegner hat schon aufgegeben. Okay. Ja. Das war nicht mal so, wie ich ganz gerne diesen Nilfgaard-Deck zeigen will. Irgendwie sind die Spiele komisch. Klar, wir sind jetzt in höheren Rang. Ich habe aber das Gefühl, die Leute geben irgendwie schneller auf. Auch komisch. Aber wie gesagt, wir hätten nächste Runde Terranova. Wir haben Shani einmal Spionage gegeben. Wir hätten mit Terranova garantiert eine Shani erschaffen können. Mit Shani hätten wir auch auslösen können. Hätten uns mal Menschen aus unserem Friedhof rausholen können. Und dann hätten wir mit Terranova halt extrem viele Punkte gemacht. Weil Terranova wäre 5, Shani wäre 5 und die Magierin wäre 5. Plus wir hätten dann Assimilieren auf 2 Karten gehabt. Also so macht Assimilieren so ein bisschen seine Punkte. Ne? Es ist ein relativ lustiges und spaßiges Deck. Jetzt bei dem Matchup hätten wir nicht wirklich sehr viel klauen können, weil das Geduld-Ding ist auch nicht so toll für uns. Aber mein Gott, es ist, wie es ist. Und wir haben es ja trotzdem irgendwie geschafft. Auch wenn der Gegner schon... Man merkt halt, die Gegner haben mittlerweile viel mehr Gold und legendäre Karten, aber wissen noch nicht ganz so, wie man damit umgeht. Sag ich mal. Auch mal die Nördlichen. Okay. Scheinen wohl momentan viele Leute die Nördlichen ganz gerne zu spielen. So.
Wir haben zwei Blockierer, die sind für die erste Runde wichtig. Wie gesagt, Experimentelles brauchen wir nicht unbedingt. Du bist nett. Emissär würde ich noch ablegen. Ich denke, wir können uns ein Emissär ablegen erlauben. Okay, wir haben zum Glück nicht den Magier-Meuchelmörder nachgezogen. Aber selbst wenn, wir hätten nur einen Fäulemacher bis jetzt auf der Hand. Von daher war es okay. Wenn man allerdings zwei Fäulemacher auf der Hand hat, hätte ich es wahrscheinlich nicht eingegangen. Weil du willst diese Fäulemacher möglichst früh ausspielen, dass du deine besten Karten hast. Okay, womit fängt unser Gegner an? Wir haben auch schon Geralt auf der Hand, der ist ganz nett, weil er fängt natürlich mit seinem Stratagem an. Bei den Nördlichen ist es, wenn man die Karten aufhalten kann, weiß ich nicht, wie gut er über diese neuen Punkte rankommt. Das heißt, unsere beste Chance ist vielleicht die Karte zu zerstören, die mit einem taktischen Vorteil um 5 Punkte verbessert. Na, was spielst du auf? Eine Belagerung. Gut, den Belagerungsturm müssen wir jetzt nicht unbedingt klauen oder sonstiges mit dem machen. Ich würde einen Fäulemacher erstmal benutzen. Einfach, dass wir mit Faircut die Chance verringern, einen Magier-Meuchelmörder nachzuziehen. Wir können Faircut in der ersten Runde benutzen. Wir haben kaiserliche Diplomatie oder Zunge des toten Mannes. Zunge des toten Mannes ist, glaube ich, das Beste. Dann können wir einfach einen Emissär verringern und vielleicht eine kaiserliche Diplomatie. Ich denke, das sollte in Ordnung gehen. To arms. Einen Trident. Tages möchte ich Glühnis die erste Runde benutzen. Eigentlich nicht. Das heißt, wir sparen uns. Die Zunge des toten Mannes. Ziehen Augs nach. Verbannen einen Emissär. Und wir werden eine kaiserliche Diplomatie noch verbannen. Okay. Und jetzt können wir schon mit ein paar Special-Karten vielleicht für Terra Nova eine Karte kriegen, die wir uns erschaffen wollen. Ich meine, bis jetzt kriegen wir nur einen Turm. Komm. Das ist übrigens auch das, was ich tatsächlich an diesen Spionagekarten liebe. Wir können ganz einfach die hier zwischenspielen. Können uns die Karte hier holen. Und jetzt verbessert der Trommler nicht mehr den Infanteristen. Der Infanterist macht immer einen Schaden, wenn er sich verbessert. Sondern der Trommler verbessert jetzt unsere Informanten. Das heißt, diese Spionage kann man auch gleichzeitig noch benutzen, um gegnerische Karten zu blockieren. Die nebeneinander liegen müssen oder sonstiges. Okay. Anna werden wir definitiv blockieren. Anna macht genau dasselbe wie ein Trommler. Nur wenn sie selber verbessert ist, verbessert sie auch die Karte zu ihrer Linken. Und das will ich nicht haben. Anna ist ziemlich böse. Nennen. Nenneke kann viermal verbessern. Ich denke mal, das wird jetzt definitiv unser Geralt-Ziel sein. Der steckt da so viele Punkte in die Karte rein. Let's get this over with. 15 Punkte mit ihm weggemacht. Ziemlich gut für uns. Ich würde ganz gerne entweder an Anna oder Nenneke noch Spionage geben, weil ich weiß nicht, ob wir noch bessere Karten kriegen. Das sind alles die Karten, die die nördlichen Königreiche für den Anfang haben. Ich weiß nicht, ob unser Gegner da noch stärkere Karten ausspielt. Blutiger Flegel. Ich denke mal, wir werden uns... Ich habe nicht viele Möglichkeiten, Anna zu verbessern. Außer vielleicht durch ihn. Nenneke ist 9 Punkte. Ich denke mal, aber ich werde mir lieber eine Anna holen. Weil wenn wir Anna verbessern können, ist sie mit Terra Nova unfassbar gut. Und wir können uns ja immer noch Karten aus seinem Friedhof klauen. Das heißt, wir könnten uns sowas wie einen Trommler holen. Das heißt, wir haben nicht unsere Möglichkeiten, Anna zu verbessern, aber wir klauen uns bei Assimilieren die Karten vom Gegner. Und der Gegner hat durchaus Möglichkeiten, Anna zu verbessern. Und wenn wir das dann hinkriegen, ist Anna eine ziemlich gute Karte für uns. Kalibor.
3, 2, 1 Schaden macht diese Karte. Erst 3, dann 2, dann 1, aber auch nur, wenn er Todesstoß kriegt. Ne? Vielleicht können wir also auch noch einen Fallibor holen. Ne? Also wenn ich jetzt mit Faircard Fallibor Spionage geben kann, ist es ziemlich gut, aber es sieht nicht danach aus. Wir machen 2 Schaden, haben aber nichts, was sterben würde. Ich denke, die Königswache wäre hier das Beste. Ah, wir gehen drum nach. Okay. Leider nicht Fallibor Spionage geben können. Die Karte hätte ich mir eher geklaut als Anna. Aber mein Gott. Das ist halt das Schöne an Terra Nova. Man merkt das halt, ne? Wenn man irgendwas Gutes Spionage geben kann, dann kann man sich mit Terra Nova was richtig Gutes erschaffen. Das macht die Karte wirklich echt so extrem stark. Deshalb, wenn ihr die Möglichkeiten habt, holt euch einen Terra Nova. Spielt unser Gegner weiter oder lässt das bleiben? Ja, passt. Okay. Wir müssen leider noch eine Karte ausspielen. Das heißt, wir werden wahrscheinlich nochmal einen Blockierer loswerden. Aber damit haben wir die erste Runde gewonnen. Und könnten jetzt, wenn wir es wollten, eine lange Runde spielen. Und eine lange Runde mit unseren Assimilierern kann ziemlich gut sein. Wir brauchen halt Terra Nova, wir brauchen Experimentelles, aber wir haben auch schon mit dem Keulemacher eine Karte aus dem Deck losgeworden. Joachim ist eine super Karte, Terra Nova nachgezogen, Lydia, das ist wirklich, was ich an Nilfgaard liebe. Durch diese Karten, die andere Karten aus dem Deck entfernen, hast du relativ hohe Chancen, eine guten Goldkarte nachzuziehen. Okay, Terra fände ich ganz gerne noch, Artorius und ein Experimentelles. Ansonsten, wir haben noch Joachim, der holt uns eine Einheit aus unserem Deck raus. Wir werden dann noch irgendwas Gutes kriegen. Das Einzige, was ich nicht ziehen will, ist... Hier ist es ein bisschen tricky. Aber das könnte auch ganz nett sein. Ich könnte auch rein theoretisch sagen, wir versuchen einen 2-0. Also wir haben eine Hand, wir könnten durchaus den Gegner mit einem 2-0 besiegen. Und wenn wir die Möglichkeiten dazu haben, machen wir es. Am Anfang habe ich es noch nicht so gemacht. Da wollte ich den Gegner nochmal eine Runde gewinnen lassen. Aber wie gesagt, mittlerweile haben die Gegner auch Decks, die könnten uns leicht besiegen. Von daher gehe ich mal lieber kein Risiko ein. Wir haben eine so gute Hand. Wir haben so gute Möglichkeiten zu spielen. Und selbst nächste Runde hätten wir noch sehr starke Optionen. Wir machen einfach mal 2-0. Kriegsstreitwagen. Okay, er gibt uns Blutungen. Das ist aber nicht so schlimm für uns. Wir holen uns unsere Anna. Benutzen unsere Anführerfähigkeit. Oh, wir kriegen einen Würnen. Wir spielen die obersten 2 Karten aus unserem Deck aus. Ja. Wir kriegen ein Experimentelles, was uns einen Trommler holt. Und kriegen leider diesen Magier. Ist aber egal, kriegen noch einen Erfolg. Und jetzt machen wir richtig Punkte. Spiele in einem Zug 5 Karten aus. Blitz, das kann Nilfgaard ganz gut. Und man merkt das schon, also wir hatten 4 Punkte auf dem Feld, jetzt auf einmal haben wir 29. Long live the king. Ah, schade. Hier wollte ich eigentlich versuchen zu klauen, also ich weiß jetzt nicht, was wir mit Joachim rauskriegen. Aber mit 3 Punkten hätten wir uns hier mit Zwirs klauen können. Jetzt können wir uns hier nichts mit Zwirs klauen. Ist aber auch nicht weiter schlimm. Was hat der Gegner auf dem Friedhof an Special-Karten? Nichts, was wir uns holen können. Das heißt, wir müssen Lydia im Nahkampf ausspielen. Ein Öl ist ziemlich gut. Wir hätten Übung macht die Meisterin nehmen sollen, weil dann hätten wir den Magier zurück ins Deck mischen. Ist ja egal. Wir entfernen hier die Rüstung, nehmen dadurch die Punkte weg, lösen Assimilieren aus, Anna Trommler verbessern am Ende der Runde nochmal, machen ordentlich Punkte.
Hätte auch mit Öl was anderes angreifen können. Aber so haben wir eigentlich die meisten Punkte aus dem Öl rausgeholt. Und wie gesagt, Übung macht die Meisterin, habe ich zuerst nicht gesehen, aber die Übung macht der Meisterin, kann man den Magier, den man auf dem Feld hat, zurück ins Deck reinmischen. Das heißt, wir hätten den Magier Meuchelmörder zurück ins Deck reinmischen können. Dann hätten wir uns entweder eine Fäulemacher oder eine folternde Magierin rausgeholt. Und das wären beides ziemlich gute Sachen gewesen. So, was kriegen wir mit Joachim? Eine folternde Magierin. Die wir nicht mehr wirklich brauchen, aber mein Gott. Es sind Punkte. Hätte Joachim nur wahrscheinlich in die hintere Reihe spielen sollen. Den werden wir nochmal blockieren. Und dann war es das auch. Ich hätte vielleicht zwischen Terra Nova spielen sollen, weil dann hätten wir jetzt Terra Nova nicht auf seine 12 Punkte gebracht. Aber der Gegner muss jetzt mit zwei Karten 35 Punkte aufholen. Kriegt er das noch hin, ist die Frage. Und wir kriegen ja auch noch weiterhin Punkte. Wir kriegen ja am Ende der Runde jetzt immer noch 3 Punkte. Gut, mit der Blutung jetzt nur 2. Idilko. Okay, ich glaube, das schafft er nicht mehr. Nein. Von daher haben wir 2-0 hinbekommen. Das ist wie Nilfgaard Assimilieren funktioniert. Wir klauen uns die Karten vom Gegner. Das kann relativ lustig sein, weil im Prinzip haben wir jetzt seinen Trommler, wir haben jetzt seine Anna gehabt, wir haben jetzt relativ gute Punkte machen können. So wie man eigentlich Nilfgaard Assimilieren spielen. Indem man sich die Strategie, die der Gegner so ein bisschen zurechtgelegt hat, einfach mobst. Und das ist immer relativ lustig, weil wie gesagt, je nachdem, gegen welche Decks man spielt, ist diese Strategie immer ein bisschen anders. Man kriegt immer andere Karten. Von daher ist es wirklich ein sehr vielseitiges Deck. Und es macht extrem viel Spaß zu spielen. Ich mag Assimilieren immer noch. Es ist immer noch einer meiner Lieblings-Archetypes in diesem Spiel drin. Und er ist momentan relativ gut. Von daher, wenn ihr Assimilieren spielen wollt, go for it. Das ist ein relativ gutes Starterdeck. Wie gesagt, 2060 Fetzen hat es gemacht. Aber man kriegt damit relativ früh seine Erfolge und wie gesagt, sobald man Bratan hat, sobald man auch irgendwie eine Yennefer kriegt oder so, hat man ein ziemlich aufgewertetes Deck und dann macht das Deck richtig viele Punkte. Ich habe euch ja geschickt, was man da alles für braucht. Ihr habt die Liste gesehen in der gestrigen Folge und go for it. Macht euch das Deck. Spaß mit Assimilieren. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen. Wir haben jetzt noch 2 Fraktionen offen. Wir haben jetzt noch die nördlichen Königreiche und wir haben jetzt noch Squad Hell. Ich denke beim nächsten Mal, wenn die nördlichen Königreiche rankommen, aber da lasse ich mich noch so ein bisschen überraschen. Das werden wir auf jeden Fall definitiv nächste Folge sehen. Die wahrscheinlich jetzt erst wieder in 2 Tagen kommt. Aber ist ja auch egal. Vielen Dank fürs Zuschauen. Wunderschönen Tag. Bis dann, hau da rein und ciao. Nilfgaard or nothing. We're glad we made the right choice. Edhard Nilfgaard! Gwent, the Witcher card game.